Beatrice Egli, eine talentierte Schweizer Sängerin, hat einmal mehr ihre Klasse bewiesen, nicht nur durch ihre Stimme, sondern auch durch ihre Fähigkeit, dem Publikum eine tiefe emotionale Botschaft zu übermitteln. Während eines besonderen Musikevents brach Beatrice bei einem Auftritt mit ihrem Kollegen Florian Silbereisen plötzlich in Tränen aus. Diese Veranstaltung ist nicht nur eine gewöhnliche Kunstaufführung, sondern auch ein Erlebnis voller Emotionen und Bedeutungen. Diese Veranstaltung fand im Rahmen einer der berühmten TV-Shows statt, in der sich Beatrice Egli und Florian Silbereisen regelmäßig treffen und zusammenarbeiten. Beide sind bekannte Namen der deutsch-österreichisch-schweizerischen Musikbranche und ihre Beziehung beschränkt sich nicht nur auf Kollegen, sondern auch auf eine enge Freundschaft. Die Aufführung begann mit Konzentration und Begeisterung des Publikums. Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben sich für ein emotionales Stück entschieden, vielleicht um ein Stück ihrer Seele und Emotionen mit dem Publikum zu teilen. Die Lichter auf der Bühne wurden nach und nach gedimmt, wodurch eine wohltuende Atmosphäre entstand und die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Beatrice und Florian beginnen ihren Auftritt mit einer Ballade, nicht nur um ihre musikalischen Fähigkeiten herauszufordern, sondern auch um eine tiefe spirituelle und emotionale Botschaft zu vermitteln. Dies macht die Aufführung anders und einzigartig als frühere Aufführungen. Als die Musik ihren Höhepunkt erreichte, geschah etwas Bemerkenswertes. Beatrice Egli brach plötzlich in Tränen aus. Das löst nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Florian und Beatrice selbst einen Schock aus. Die unverhohlenen Emotionen der Sängerin beeindruckten sowohl das Publikum als auch ihre Kollegen. Die Ursache für die Emotionen von Beatrice Egli könnte multifaktoriell sein. Dabei kann es sich um die Melodie des Liedes, bedeutungsvolle Texte oder sogar um persönliche Erinnerungen und Emotionen im Zusammenhang mit dem Inhalt der Musik handeln. Darüber hinaus ist auch die Nähe und Freundschaft zwischen Beatrice und Florian ein wichtiger Faktor, die den Auftritt emotionaler und intimer macht. Vielleicht hat Beatrice Eglis Emotion die Aufführung realistischer und publikumsnäher gemacht. Anstatt nur ein professioneller Auftritt zu sein, wird es zu einem Erlebnis des Austauschs von Emotionen und Gefühlen zwischen Künstlern und Fans. Dadurch wird die Bindung zwischen ihnen und dem Publikum gestärkt und der Auftritt ist nicht nur Musikgenuss, sondern auch Gelegenheit, emotionale Momente zu teilen. In der modernen Zeit, in der Künstler häufig dem Druck und der Kontrolle der Medien ausgesetzt sind, wird der Ausdruck von Spontanität und Aufrichtigkeit auf der Bühne immer wichtiger. Beatrice Egli gelingt dies hervorragend und vermittelt dem Publikum das Gefühl, nicht nur Beobachter, sondern Teilnehmer eines besonderen emotionalen Erlebnisses zu sein. Auch wenn die Emotionen von Beatrice Egli unerwartet sein mögen und man manchmal über die konkrete Ursache rätseln lässt, so sind sie doch auch ein wichtiger Teil der Natur der Kunst. Wenn jede Aufführung kontrolliert wird und es keinen Raum für echte Emotionen gibt, verliert sie ihre Authentizität. Dans chaque moment, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, 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 pleurait. Hein? Donc un jour, ses pleurs ont fini par donner. Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a accouché. Elle était déjà dans la quarantaine et elle a accouché d'un beau petit garçon. Bon, tout le monde était content, c'était un enfant miracle parce qu'on ne savait pas qu'elle ne pouvait encore donner d'enfant et tout. Mais le problème avec le bébé en question était que déjà là jusqu'à l'âge de 12 ans, il ne se mettait pas debout, il ne marchait pas, il ne faisait que ramper. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ne marche pas, il est toujours couché, que ramper. 8 ans, l'enfant ne fait que ramper et il est tombé gravement malade. L'enfant est tombé gravement malade, on l'a amené à l'hôpital partout, ça n'allait pas. Et on a amené l'enfant chez un marabout
quand le marabout au village, bon, on ne dit pas les marabouts chez nous, on dit des guérisseurs. Donc quand le guérisseur a vu l'enfant, il a crié. Et puis il a pris l'enfant. Il a mis dans un tonneau. Il a pris un tonneau. Le tonneau vient de là. Quoi. Il a mis de l'eau, il a mis les médicaments dedans, il a mis beaucoup de choses dedans. Et puis il a dit aux gens de tenir la mère fort parce qu'il va mettre l'enfant dans l'eau là. Et puis il va fermer pendant 3 jours. Vous imaginez une mère, vous dites que vous allez prendre son enfant, mettre dans un tonneau plein d'eau. Vous allez fermer ça pendant 3 jours. Pour elle, c'est tout simplement tuer l'enfant. On a appelé le village, on a appelé son mari, le maman a dit que c'est ce qu'il doit faire. Donc ils ont décidé de l'écouter. On a mis l'enfant pendant le tonneau. Pendant 3 jours, la mère était là-bas, elle ne bougeait pas. Elle pleurait, elle était à côté du tonneau, voir si son enfant va bouger ou quoi. Elle pleurait, elle se disait que son enfant est mort. Le 3e jour, tout le monde était là parce que tout le village était déjà alerté que, ah,